Sind wir mal ehrlich. Wie sinnvoll klingt eine ökonomische Theorie, die vereinfacht sagt, der Staat kann nicht pleite gehen. Er braucht weder Steuereinnahmen noch Staatsanleihen, denn er kann das Geld ja einfach drucken. Klingt ein bisschen nach Freibier für alle. Oder wie Hillary Clinton es einst ausgedrückt hat, Chocolate Milk for everybody. Auf jeden Fall klingt es nicht nach einer Theorie, mit der man sich tiefergehender beschäftigen muss. Und genauso haben auch die großen Ökonomen lange Zeit darauf reagiert. Anfang 2019 wurde der US-Notenbankchef Jerome Powell vom US-Kongress gefragt, was er von der MMT, also der Modern Monetary Theory, hält. Und er sagte, dass er nichts davon halte. Aber er gab gleichzeitig auch zu, dass er sich nie wirklich damit beschäftigt hat. Und ich kann das sehr gut verstehen. Ich beschäftige mich auch nicht mit jeder unsinnigen Theorie. Wenn mir jemand sagt, die Erde ist flach oder die Sonne kreist jetzt doch wieder um die Erde und es gibt eine ganze Theorie dazu, dann habe ich auch nicht das Bedürfnis, mich sofort mit dieser Theorie im Detail zu beschäftigen. Ist halt irgendwie doch Zeitverschwendung. Gleichzeitig muss man aber sagen, als Kopernikus im 16. Jahrhundert behauptet hat, das geozentrische Weltbild ist falsch und die Erde kreist in Wahrheit um die Sonne, klang das für die meisten Menschen auch erstmal nach einer total verrückten Idee. Jetzt haben die aktuellen Geldtheorien wie die neoklassische Geldtheorie oder der Monetarismus aber alle ein Problem. Sie können gewisse Phänomene nicht erklären. Seit der Euro-Krise und jetzt auch bei der Corona-Krise hört man immer wieder, die Inflation kommt. Und dann stellt man immer wieder ganz verwundert fest, hohe Schulden bedeuten eine hohe Inflation, so die einfache Rechnung, die aber zum jetzigen Zeitpunkt nicht aufgeht. Und dann ist da noch so ein anderes Phänomen. In der EU hat man mit Hilfe von Wirtschaftsexperten festgelegt, dass 60% Schuldenstand der Mitgliedsländer gemessen an deren BIP nicht überschritten werden darf. Sonst wird die Wirtschaft instabil. Da waren sich die meisten Experten einig. Aber Japan hatte 2019 bereits einen Schuldenstand von 238%. Und diesen hohen Schuldenstand haben sie schon sehr lange und die Wirtschaft läuft sehr stabil. Wie kann das sein? Naja, und immer wieder melden sich dann die Vertreter der MMT zu Wort und sagen, wir können euch das erklären, mit unserer Theorie macht das alles Sinn, wir haben es richtig vorhergesagt. Und nach fangen jetzt immer mehr Ökonomen an, sich doch ernsthaft mal mit der Theorie auseinanderzusetzen. Also habe ich mir mal ein Buch gekauft von Deutschlands berühmtesten Vertreter der MMT, Dirk Ehns. Geld und Kredit, eine europäische Perspektive. Und was soll ich sagen? Die Theorie ist höchstwahrscheinlich eine Revolution. Wie ihr euch vorstellen könnt, ist unser Geldsystem ziemlich komplex. Wenn man es wirklich verstehen will, muss man sich Zeit nehmen. Ich kann euch dafür das Buch von Dirk Ehns sehr empfehlen und habe es euch mal in der Videobeschreibung verlinkt. Ich werde mit Sicherheit noch mehrere Videos zu unserem Geldsystem machen, aber in diesem Video werde ich mich darauf konzentrieren, warum die MMT aus meiner Sicht eine Revolution ist, über Geld nachzudenken. Außerdem will ich erläutern, warum die MMT oft politisch wahrgenommen wird, obwohl ihre Vertreter immer beteuern, dass die MMT überhaupt nicht politisch ist, sondern einfach nur die Realität beschreibt. In den USA wurde sie aber auch bekannt, weil sie von Stephanie Kelton vertreten wird, der finanzpolitischen Beraterin von Bernie Sanders. Gleichzeitig nutzte aber auch Donald Trump Argumente der MMT. Aber dazu später mehr. Wenn man die Modern Monetary Theory verstehen will, muss man zunächst mal verstehen, wie die meisten Menschen Geld jahrtausende lang verstanden haben. Geld war nämlich immer nur ein Tauschgut. In einer Ökonomie ohne Geld gestaltet sich das Tauschen ziemlich schwierig. Angenommen, es treffen sich ein Bauer und ein Schuster. Dann können sie Weizen gegen Schuhe tauschen. Wunderbar, wenn der Bauer gerade Schuhe braucht und der Schuster gerade Weizen. Was, wenn der Bauer aber schon genügend Schuhe hat und der Schuster trotzdem gerne Weizen hätte? Tja, dann können sie nicht tauschen, es sei denn, die Gemeinschaft hat sich auf ein allgemeines Tauschgut verständigt. Das könnte theoretisch jedes Gut sein. Aber am besten natürlich eins, was sich lange hält und nicht schlecht wird. Salz zum Beispiel wurde in vielen Gesellschaften als Tauschgut verwendet. In Nachkriegsdeutschland waren eine Zeit lang auch Zigaretten als Tausch- und Währungsmittel anerkannt. Und natürlich haben viele Gesellschaften eine ganze Zeit lang Gold verwendet. Irgendwann wurde dann das moderne Geld erfunden. Aber die Idee von Geld als ein Tauschgut blieb erhalten. Deshalb war auch der US-Dollar bis 1973 noch an den Kurs von Gold gekoppelt. Aber spätestens seit dieses Prinzip aufgehoben wurde, kann oder vielleicht sogar muss man Geld neu verstehen. Wie machen das die MMTler? Die Modern Monetary Theory sagt,
Die Zentralbank hat das Monopol auf Geld und sie kann es einfach aus dem Nichts schaffen bzw. drucken. Sie muss dafür kein Gold zurücklegen. Und so weit bestreitet das auch fast niemand. Jetzt kommt aber der entscheidende Punkt. Die MMT sagt, dadurch, dass die Zentralbank einfach Geld aus dem Nichts schaffen kann und die Zentralbank dem Staat gehört, kann der Staat theoretisch niemals pleite gehen. So weit, so gut. Aber wenn der Staat jetzt beliebig viel Geld druckt, dann haben wir irgendwann eine riesige Inflation. Nicht zwangsläufig, sagen die MMTler. Denn dafür muss man verstehen, wie Inflation funktioniert. Das würde jetzt aber zu weit führen, deshalb werde ich dafür nochmal ein anderes Video machen. Aber ja, natürlich, auch die MMTler streiten nicht ab, dass viel Gelddrucken zu sehr hoher Inflation führen kann. Wie kann diese Inflation jetzt also reguliert werden? Über die Steuern. Steuern sind zum Steuern da, sagen die MMTler. Und zwar in erster Linie zum Steuern der Geldmenge. Erhebt der Staat eine Steuer, passieren gleich mehrere Effekte. Erstens, er schafft eine Nachfrage nach seiner Währung. Dadurch, dass Deutschland nur Steuern in Euro akzeptiert, sind Bürger darauf angewiesen, in erster Linie Euro nachzufragen und nicht Dollar oder Gold oder Bitcoin. Und zweitens reduziert der Staat durch die Steuer wieder die Gesamtgeldmenge im Umlauf. Je höher also die Steuer, umso geringer die Gesamtgeldmenge. Und je höher die Staatsausgaben, umso größer ist die Gesamtgeldmenge. Aber natürlich kann man durch Steuern auch noch andere Dinge steuern. Zum Beispiel die Verteilung von Vermögen innerhalb der Bevölkerung oder die Preise von CO2. So, und jetzt merkt ihr vielleicht, warum die MMT eine Revolution im Kopf ist und warum es vor allem bislang progressive Politiker sind, die sich damit auseinandergesetzt haben, während viele konservative Politiker sie immer noch als eine Theorie aus der Kategorie flache Erde abtun. Denn die MMT stellt viele konservative und liberale Narrative und Ideale in Frage. Erstens, brauchen wir eine schwarze Null? Die MMT sagt Unsinn. Wir müssen die Geldmenge steuern und deshalb sollten wir eine Steuer erheben. Aber die schwarze Null ist eine Barriere im Kopf. Das heißt natürlich nicht, dass irgendein MMTler daraus einen Automatismus ableitet, möglichst viele Staatsschulden anzuhäufen, auch wenn das die Gegner gerne behaupten. Hohe Steuern können durchaus Sinn machen. Die MMT erweitert hier lediglich den Horizont der Möglichkeiten. Zweitens. Konservative und Liberale sehen Steuern häufig als einen Preis. Einen Preis, den die Bevölkerung bezahlen muss, um gewisse Dienstleistungen wie Bildung oder Sicherheit vom Staat zu erhalten. Und klar, Preise sollten möglichst für alle gleich sein. Das ist ja nur fair. Und Preise sollten außerdem auch ziemlich niedrig sein. Denn völlig logisch. Als Kunde möchte ich möglichst viel für möglichst wenig Geld. Was, wenn jetzt aber klar ist, dass der Staat Steuergelder überhaupt nicht nutzt und auch gar nicht braucht, um sich zu finanzieren? Ja, dann bröckelt das Narrativ an ziemlich vielen Stellen. Zum einen kann ich mich nicht mehr darüber aufregen, dass die Steuern zu hoch oder zu ungerecht sind. Denn es ist ja genau die Idee von Steuern, damit gewisse Dinge zu steuern. Zum Beispiel die Vermögensverteilung oder die Nachfrage nach CO2 oder eben vor allem die Geldmenge. Zum anderen kann ich mich auch nicht mehr darüber aufregen, dass der Staat mein persönliches Steuergeld verschwendet hat. Zum Beispiel beim Bau des Berliner Flughafens. Und das hat er de facto auch gar nicht. Der Staat hat einfach zusätzliches Geld gedruckt und den Flughafen damit finanziert. Er hat dafür keine Steuergelder genutzt, nicht einen einzigen Euro. Er hat Geld gedruckt und das den Bauunternehmern gegeben. Jetzt kann man sagen, gut, wo ist der reale Unterschied? Dadurch, dass der Staat hier ineffizient war, hat er viel mehr Geld gedruckt als nötig und jetzt ist die Geldmenge unnötig angewachsen. Als Konsequenz muss er jetzt ja mehr Steuern erheben, um die Geldmenge zu steuern. Was ist also der Unterschied? Ja, der Unterschied ist, dass er das einfach machen kann. Er könnte zum Beispiel sagen, okay, die Bauunternehmen haben etwas zu viel Geld von mir erhalten. Mehr als geplant. Und die Wirtschaft ist dadurch mehr angekurbelt worden, als ich wollte. Also erhebe ich jetzt die Steuern. Vielleicht ganz speziell für die Baubranche oder generell für Unternehmen. Und dem Bürger kann es eigentlich egal sein, weil kein einziger Euro des Bürgers wurde berührt. Und auch der Wirtschaft könnte es eigentlich egal sein. Der Staat hat ihnen das Geld gegeben und er nimmt es ihnen auch wieder. Der Bürger muss hier nicht einen Cent mehr Steuern zahlen. Aber klar, der liberale Wähler will sich lieber darüber aufregen, dass der uneffiziente Staat sein persönliches Geld verschwendet hat und jetzt auch noch unverschämterweise deshalb die Steuern erhöhen muss und der Wirtschaft damit schadet.
anstatt er erkennen könnte, dass der Staat einfach nur vielleicht ungewollterweise die Geldmenge etwas zu viel erhöht hat und sie jetzt einfach wieder reguliert. Wenn überhaupt, müsste man sich an dieser Stelle darüber aufregen, dass der Staat durch seine Ineffizienz zusätzliche Arbeit produziert hat. Aber das passt so überhaupt nicht ins liberale Narrativ, sich über zusätzliche Arbeit oder Arbeitsplätze aufzuregen. Denn dann müsste man sich ja auch mal die Frage stellen, ob überhaupt jede Art von Erwerbstätigkeit gleichermaßen sinnvoll ist. Und diese Frage stellt ein Liberaler ja nicht. Denn solange die Wirtschaft brummt und alle arbeiten, ist doch alles gut, oder? Ob mit dieser Arbeit jetzt Waffen gebaut werden oder Kohlekraftwerke oder einfach nur Gelder hin und her geschoben werden, das ist doch völlig egal. Hauptsache, das BIP steigt. Mindblowing, diese Denkweise, oder? Könnt ihr diese Logik nachvollziehen? Beim Berliner Flughafen wurde überhaupt kein Steuergeld verschwendet. Es wurde einfach nur unnötige Arbeit geschaffen. Wenn ihr das nicht verstanden habt, dann spult nochmal zurück und schaut es euch nochmal an, weil es ist wirklich eine Revolution im Kopf. Gut. Und wenn ihr jetzt schon denkt, okay, so habe ich wirklich noch nie über die Sache nachgedacht, dann kommt jetzt erst der eigentliche Hammer. Der deutsche Steuerzahler hat auch in der Euro-Krise nie Griechenland, Spanien oder Italien finanziert. Das hat alleine die EZB gemacht. Die Europäische Zentralbank hat die Staatsanleihen angekauft und die Schulden beglichen. Nicht der deutsche Steuerzahler. Die Staatsschulden sind daraufhin gestiegen und fertig. Mehr ist nie passiert. Gleiches in der aktuellen Corona-Krise. Der Staat hat die Ausgaben erhöht und schon geht die Diskussion los. Wer soll das bezahlen? Niemand muss das bezahlen. Der Staat hat die Schulden erhöht und fertig. Niemand verlangt das Geld zurück. Das klingt wirklich komisch, ich gebe es zu. Und deshalb finden viele die MMT auf den ersten Blick auch so unglaubwürdig. Aber überlegt mal, wer soll das Geld denn zurückfordern? Der Staat hat das Geld doch aus dem Nichts geschaffen. Und er ist hier kein normaler Akteur. Er hat das Monopol und er spielt hier quasi Gott. Er schafft das Geld und er vernichtet es auch wieder. Modernes Geld ist kein endliches physisches Gut mehr wie Gold. Diese Denkweise muss man ablegen. Die Tatsache, dass die Diskussion, wer soll das bezahlen, immer noch so geführt wird, zeigt nur, dass weder Journalisten noch führende Politiker verstanden haben, wie unser Geldsystem funktioniert. Sonst müsste man die Frage stellen, wie kann man eine Inflation verhindern? Die Frage, wer soll das bezahlen, macht überhaupt keinen Sinn. So, und jetzt sind wir beim entscheidenden Punkt. Denn was natürlich passieren kann, dass irgendwann die Geldmenge zu groß wird und die Steuern angehoben werden müssen, um die Inflation einzuschränken. Das sagt auch die Modern Monetary Theory. Aber das wird von Gegnern oft bewusst oder unbewusst übersehen, was die MMT dann schnell wie Hokuspokus klingen lässt. Aber erstens ist das eben kein Automatismus. Japan macht schon seit vielen Jahrzehnten vor, dass es auch ganz anders geht. Und zweitens, wenn man Inflation diskutieren will, dann muss man auch verstehen, wie Inflation funktioniert. Das ist also die entscheidende Frage. Und leider scheitern die aktuellen Theorien, die wir haben, alle daran, Inflation korrekt vorherzusagen. Aber wie gesagt, das ist nochmal ein anderes Thema und darüber werde ich nochmal ein separates Video machen. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert doch einfach den Kanal. Die Modern Monetary Theory ist eine beschreibende Theorie unseres Geldsystems, die zunehmend populärer wird, weil sie Dinge erklären kann, an denen etablierte Theorien regelmäßig scheitern. Ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Aber es könnte gut sein, dass wir geldtheoretisch gerade im 16. Jahrhundert leben und uns Kopernikus gerade gesagt hat, dass die Erde um die Sonne kreist und nicht umgekehrt. Und damit wird auch klar, warum viele sagen, die MMT ist eigentlich gar keine Theorie. Sie beschreibt einfach nur die Wirklichkeit. Genauso wie wir heute sagen, natürlich kreist die Erde um die Sonne, werden die Menschen in 10, 20 oder 30 Jahren vielleicht sagen, natürlich kreiert der Staat das Geld aus dem Nichts und finanziert sich nicht über Steuern. Wie konnten die Menschen damals nur so blind sein? Geld ist doch kein Gut wie Gold. Die Modern Monetary Theory hat daher auch gar nicht die Absicht, politisch zu sein, sondern sie will einfach nur die Wirklichkeit beschreiben und ihre Vertreter betonen das auch immer wieder. Aber genau das Gleiche wollte Kopernikus auch. Nur die katholische Kirche fand das ziemlich politisch und brisant, was er da gesagt hat. Denn es passte einfach nicht in ihr Narrativ.
Deshalb ist ein neues Verständnis der Wirklichkeit auch immer politisch, selbst wenn es am Ende einfach nur die Realität ist. Eins ist aber noch wichtig. Genauso wie die katholische Kirche nicht aufgehört hat, an Gott zu glauben, nachdem Kopernikus offensichtlich doch recht hatte, kann man natürlich auf Basis der MMT auch konservative Politik machen. Man kann das Staatsdefizit zum Beispiel auch erhöhen, um damit Kohlekraftwerke zu subventionieren. Oder einfach die Steuern für Unternehmen zu senken. So wie es Donald Trump gerade vor kurzem wieder gemacht hat. Nachdem er im Wahlkampf 2016 noch entscheidend gegen Bernie Sanders und dessen völlig utopische Pläne gewettert hatte, wurde er später von einem Journalisten angesprochen, wie er denn eigentlich die ganzen Steuersenkungen finanzieren will. Darauf meinte er ganz opportunistisch: Wir können das Geld doch einfach drucken. Trump proclaimed that the United States never has to default on its debt because it can just print more money. Das Beispiel zeigt ziemlich gut, dass die MMT keineswegs automatisch zu einer progressiven Politik führt. Man kann sie dafür nutzen, um einen Green New Deal zu fordern, so wie Bernie Sanders, oder man kann sie nutzen, um eine neoliberale Trickle-Down-Politik zu rechtfertigen, wie zuletzt Donald Trump. Aber durch die Art, Geld neu zu begreifen, sind viele Narrative nicht mehr zu halten. Das haben weder Konservative noch Liberale und in Deutschland auch 99% der linken Politiker wirklich noch nicht begriffen. Das ist die Revolution im Kopf. Dann komm. Okay, wenn ihr das Video interessant fandet, dann lasst doch gerne ein Like da, dann freue ich mich besonders. Und schreibt mir auch mal in die Kommentare, ob ihr noch mehr Videos zu Geldtheorie und unserem Wirtschaftssystem haben wollt. Das Thema ist ziemlich komplex und man muss sich da eine Weile reindenken. Aber ich habe das Gefühl, es lohnt sich. Wenn man ein bisschen Zeit da rein investiert, dann kann man viele Dinge nochmal ganz anders begreifen. Also, bis zum nächsten Mal. Euer Fabian.